Der Wolf und das Schaf. Das Schaf ist gesprochen von Laura. Der Wolf ist gesprochen von Luisa. Der Erzähler gesprochen von Sophia. Viel Spaß bei der Fabel. Ein wohlgenährter Wolf trottete durch sein Revier und spitzte die Ohren. Hatte da nicht jemand geblökt? Neugierig schlich der Wolf dem Geräusch entgegen. Da entdeckte er ein Schaf hinter einem Gebüsch. Kaum erblickte das Schaf den Wolf, warf es sich zu Boden. Der Wolf kam näher und fragte: Was hast du in meinem Revier zu suchen? Ich habe nicht gewusst, dass das dein Revier ist. Es tut mir leid. Bitte verschone mich. Da sagte der Wolf: Hör mir zu, wenn du mir drei Wahrheiten sagen kannst, verschone ich dich. Da nahm das Schaf all den Mut zusammen und sagte: Okay, erstens wäre ich dir am liebsten nicht begegnet. Zweitens wünschte ich mir, da ich dir ja jetzt begegnet bin, dass du blind wärst. Und drittens wäre es mir lieber, euch Wölfe würde es überhaupt nicht geben. Da war der Wolf erstaunt und fragte: Und warum sollte es uns Wölfe nicht geben, wenn ich fragen darf? Na, weil, obwohl wir Schafe euch nichts getan haben, ihr unsere ärgsten Feinde seid. Wolf war beeindruckt, dass das Schaf so viel Mut bewies und ließ es gehen. Glücklich rannte es nach Hause. Und erzählte seinen Freunden: Es lohnt sich, auch den ärgsten Feinden die Meinung ins Gesicht zu sagen. Alle waren glücklich, dass dem Schaf nichts passiert ist. Die